Ukuma, das Echtzeitduell. Beide Spieler nehmen ihren Kartensatz, mischen ihn durch und legen ihn als verdeckten Nachziehstapel vor sich ab. Der Spieler mit den weißen Karten nimmt die oberste seines Stapels und legt sie offen in die Tischmitte. Der Spieler mit den schwarzen Karten legt eine nach Form passende Karte aus seinem Stapel an die weiße an. Anschließend mischt er seinen Stapel nochmals durch. Ohne sich die Vorderseiten anzusehen, nehmen jetzt beide Spieler die obersten drei Karten ihres Stapels auf die Hand. Bevor wir loslegen, die Legeregeln. Erstens, die Karte grenzt mit einer Seite mindestens an eine eigene Karte an. Zweitens, die Karte passt in Form und Farbe an die benachbarten Karten. Drittens, die Karte grenzt Seite an Seite oder diagonal an mindestens eine gegnerische Karte an. So viel zu den Legeregeln. Karten dürfen immer nur direkt aus der Hand gespielt werden. Hat ein Spieler alle drei Karten korrekt angelegt, zieht er sofort drei neue nach. Kann oder will er keine Handkarte mehr anlegen, wirft er alle Handkarten offen auf seinen Ablagestapel ab und zieht drei neue nach. Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen. In diesem Beispiel gelingt es dem Spieler mit den weißen Karten, hinter die gegnerischen Karten zu gelangen, und er gewinnt das Spiel. Man kann, so wie der Spieler mit den schwarzen Karten, auch die gegnerische Tischkante erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Schon bist du startbereit. Viel Spaß! Spiele für Family and Friends von Game Factory.